herr präsident! Es geht mir um die in den vergangenen jahren teilweise vorschriftswidrig verwendeten agrarmittel und ich möchte dem herrn kommissar eine entsprechende frage stellen. die kommission hat im rahmen des jährlichen rechnungsabschlussverfahrens agrargelder in höhe von zweihundertvierzehn millionen euro zurückgefordert und diese wurden von den mitgliedstaaten vorschriftswidrig verwendet. der größte korrekturbedarf war interessanterweise gerade bei den direktzahlungen in höhe von einhundertfünfundzwanzig acht millionen und neben griechenland mit zehn millionen italien mit neunundsiebzig millionen war auch schweden mit dabei. daher stellt sich schon für mich die frage haben diese länder fördergelder schon zurückbezahlt und wenn ja gibt es einen entsprechenden zeitraum auch dafür zur abwicklung?